Jasmin Sowski ist das Bahnfahren leid. Sie will sich endlich ein Auto zulegen. Die 3000 Euro für einen Gebrauchten will die 27-Jährige als Kredit aufnehmen. Da bei der Tierpflegerin aber noch einige Kredite laufen und sie einen negativen Schufa-Eintrag hat, bekommt sie von ihrer Hausbank kein zusätzliches Darlehen mehr. Im Internet sucht Jasmin Sowski deshalb nach alternativen Angeboten, sogenannten Schufa-freien Krediten. Kredite ohne Bonitätsprüfung. Die Versprechen eines Anbieters klingen verlockend. Er hat dann erzählt, wie super das ist und dass alles klappt. Und in 99% der Fälle kriegen die Leute auch ihren Kredit. Also ganz, ganz selten, nur in Ausnahmefällen, wo es abgelehnt wird. Und man bräuchte da überhaupt gar keine Gedanken zu machen. Am Ende des Gesprächs unterschreibt die 27-Jährige mehrere Verträge. Die böse Überraschung kommt nach 4 Wochen. Also ohne dass ich es gemerkt habe, habe ich eine Versicherung dazu bekommen, also eine vermögenswirksame Leistung, die ich nicht wollte, die ich nicht brauchte. Mir hat es keiner gesagt. Vor diesen dubiosen Anbietern warnt auch ausdrücklich die Schufa. Die hat diverse Anbieter testen lassen. Die Ergebnisse sind eindeutig. Finger weg von diesen Angeboten. Im Wesentlichen ist das Ergebnis der Studie, dass es nicht zu einer Kreditvermittlung kommt, die Betroffenen aber für eine Unzahl von Finanzdienstleistungen, Auslagen, Vorabgebühren große Beträge aufbringen und letztendlich dann erfahren, dass sie kein Darlehen bekommen. In der aktuellen Studie sind 84% aller Testpersonen auf unseriöse Anbieter getroffen. Aber was können Menschen tun, die überschuldet sind und nicht weiter wissen? Wer überschuldet ist, dem hilft auch kein weiterer Kredit, denn das würde das Problem noch verschärfen. Deshalb ist die einzige Alternative die Aufsuchung einer Schuldnerberatungsstelle. Die wenigsten Anbieter müssen jedoch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Ja, in erster Linie ist es natürlich Betrug, was sie machen, denn sie versprechen Dinge, die sie nicht einhalten. Sie versprechen Kredite an finanzschwache Verbraucher und in 98% der Fälle kassieren sie nur Gebühren. Jasmin Sowski ist auf ihren Kosten und ihrer Versicherung sitzen geblieben und den zugesagten Kredit hat sie bis heute nicht bekommen, trotz der gezahlten Vermittlungsprovision.